Moin, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 1.8 ohne Gräben. Wir sind mitten in der Ernte, sieht jetzt gerade nicht danach aus, ich weiß. Ich bin aber auch dabei, hier die Produktion ein bisschen im Gang zu halten, gerade bei der Holzindustrie. Ja, die Ernte, 4 Drescher, 5 Abfahrer, läuft im Moment ganz gut. Ein Feld ist schon fertig, Feld 2 ist schon fertig geerntet. Ansonsten sind wir auf Feld 33, Feld 19, Feld 21 und ja, Feld 1, 19, 21 und 33 sind wir im Moment zugange. So, jo, ich habe auch einen Tipp gekriegt, man kann ja Hackschnitzel hier auch zur Pelletfabrik bringen. Jo, das wusste ich, das habe ich auch sonst häufig schon gemacht. Letztes Mal ging es nur nicht, weil die Pelletfabrik voll war. Jetzt ist gerade mal ein bisschen Platz, das heißt, ich brauche jetzt keine langen Wege machen, sondern ich bringe die tatsächlich hier einfach die Hackschnitzel zur Pelletfabrik. So. Ich will einfach vermeiden, dass hier, also gerade Paletten brauchen wir ja dann doch immer wieder. Und ich habe im Moment kein Holz mehr fürs Sägewerk oben in der Holzindustrie. Also keine Baumstämme mehr. Und daher will ich zumindest zusehen, dass hier die Industrie vernünftig läuft. Ich weiß nicht, wie viel reinpassen. Ich glaube 500.000 Liter. Das heißt, wir sind hier auch gleich voll. Wieder. Ich will jetzt nur mal eben hier. Das werde ich wahrscheinlich schon gar nicht mehr abliefern können. Was aber jetzt nicht schlimm ist. Dann fahre ich zum Hof. Weil wir hier dann doch schon... Also wenn ich 500.000, dann passt jetzt nicht mehr viel hier rein. Ja, sag ich ja. Voll. Gut. Dann holen wir noch ein paar mehr Hackschnitzel und fahren dann einmal zum Hof. So, und hier können wir auch noch ein paar abholen. Und noch ein paar wieder abkippen. Nicht viel. Besser als nix. Ja, dieser Hakenlift-LKW, der leistet echt schon gute Arbeit. So, Roggen, 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 Roggen. Ja, der fährt, alles klar. Ja, ich habe da nur so die Befürchtung, dass der gerade wieder im Kreis fährt, auf Feld 19. Da setzen wir uns gleich mal rein. Hier suchen wir uns schon mal den Überführungskurs. Holzhof. So, wer fährt hier wieder im Kreis? Er hat es mit dem Kreislauf, er hat es mit dem Kreislauf. Ich kann deshalb den anderen nicht abtanken. Gibt
gibt's ja gar nicht. Hey, wo willst du hin? Was hast du vor, mein Freund? Ich kann auch von Hand abtanken, will ich aber eigentlich nicht. So. Was ist das jetzt? Dann mach mal. Da kommt auch schon mein Abfahren. Auf Holz. Hackschnitzelin. Ja, da warten wir mal. Gucken wir mal, was hier so was noch so geht. Was sagt denn hier unsere Übersicht? Ja, Feld 19 ist gleich fertig. Feld 1 haben wir gerade erst angefangen. Feld 21 ist noch ein bisschen zu tun. Was ist denn auf Feld 36 drauf? Oh ja, Bohnen. Nein, die will ich ja nun gar nicht haben. Sagen, setze ich den gleich um auf Feld 9. Den Drescher. Den von Feld 19. Aber irgendein Glas hat jetzt schon wieder durchdrehende Reifen. So, und dann macht man. Und der IT-Runner ist hier. So, der bleibt dann hier erstmal so stehen. Den brauchen wir ja nicht.
Aber wir könnten eigentlich schon mal. Dann fahr man. Dann beliefern wir schon mal die Brauerei. Kann ja so nicht schaden, ne? Mit Weizen. Haben wir 176.000 Liter im Moment. Ja, das wird sich gleich noch ändern. Hier wird ja immer noch Weizen hergebracht. Der MB-Truck steckt schon wieder im Verkehr fest. Ja. Gucken, ob ich hier rüberkomme. Geht das? Geht nicht. Okay, geht nicht. Komme ich so nicht rum. Muss ich anders rumfahren? Muss ich akzeptieren? Werde ich auch akzeptieren? In echt würde ich da auch nicht hochfahren. Ganz klar. Gar keine Frage. Müssen wir da hinten eben hinfahren.
Aber wir haben auf jeden Fall Feld 19 schon abgeerntet. Ja. Und liebe Freunde, wenn es euch bis hier gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, Kommentar und ein Abo. Ja, vielleicht heute Abend Livestream, kann ich noch nicht sagen. Zum Zeitpunkt hier der Aufnahmesession weiß ich das noch nicht. Ihr werdet auf jeden Fall, wenn es einen Livestream gibt, werdet ihr es natürlich bei YouTube sehen. Ihr werdet auch dann auf meiner Homepage und bei Facebook dementsprechend was dazu finden. Und ja, kommt mich da also auch gerne besuchen. Und wenn es, ja, morgen gibt es natürlich wieder zwei Folgen, wie immer am Wochenende. Sonntag natürlich auch. Und in diesem Sinn sage ich jetzt erstmal ciao.